Nachdem ich festgestellt habe, dass es im Internet tatsächlich keine Anleitung in YouTube gibt, wie man den P2 Pelletkessel von Fröhling im Scheitholzbetrieb beschickt, habe ich mir gedacht, ich mache hier mal ein kurzes Video. Zuerst mal muss man die Heizung ausschalten. Das wäre wichtig, dass sie nicht anspringt. Das heißt, die LED blinkt kurz. Und der Brenner ist aus. Am besten ist natürlich auch alles abgekühlt. So, dann schauen wir uns mal den Brennraum an. Es gibt ein Zusatzset mit Blechen. Dazu muss man den Brennraum nämlich umbauen. Das heißt, im Brennraum selber gibt es jetzt einen Rost. Der ist jetzt hier unter der Asche. Und das Rückblech wird rausgenommen und das mit der Nut kommt nach unten und das ganze Blech kommt oben drauf geschoben. Ganz oben drauf kommt noch ein Abdeckblech. Seitlich haben wir zwei Bleche, die den Schamottstein schützen. Und wie gesagt, unten ist ein Gitterrost mit langen Löchern, damit die Asche durchfallen kann. Genau. Das muss man umbauen und anschließend wird der Brennraum mit Holz gefüllt. Das mache ich jetzt mal zwischenrein. So, ich habe jetzt den Brennraum mit Holz gefüllt. Ich habe beide Varianten getestet. Das Holz quer und das Holz längs. So wie es jetzt längs drin liegt, haben wir eine maximale Holzlänge von 30 cm. Da muss man also beim Holzmachen bereits drauf schauen, dass die so kurz sind. Ich schicht es tatsächlich bis oben hin voll, mache oben einen Anzünder oben drauf und ein wenig Kleinholz. Vor dem Anzünden würde ich nochmal testen, damit wirklich kein Holz am Schamott anliegt, wenn ich schließe und es auch wirklich gut zugeht. Man kann auch nochmal gucken, ob die Scheibe hier gereinigt ist, wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn man später gucken möchte, dass man hier durch das Glas reinsehen kann, ob das Feuer auch brennt. Anschließend wird das Holz oben angezündet. Das mache ich jetzt mal nebenzu. Wir haben einen 5-Personen-Haushalt und da ist uns tatsächlich jetzt mal die Pellets sind uns ein bisschen ausgegangen, beziehungsweise sind weniger geworden und dann wollte ich das testen, bevor es richtig ernst wird. Genau. So, ich zünde das jetzt von oben an. Das sind ganz normale so Holzwolle-Anzünder, beziehungsweise Anzünder aus dem Baumarkt. Genau, dann mache ich gleich zu. Und jetzt ist wichtig, dass man hier oben umstellt auf Scheitholzbetrieb, Betriebsart Scheitholzbetrieb. Und dann schalte ich das Ganze an. Ihr hört schon, der Ventilator beginnt zu saugen bzw. zu ziehen. Und wir sehen jetzt dann nachher auch schön, wie es die Flamme hier nach hinten zieht und auch den Rauch nach hinten zieht. Das beschleunigt natürlich das Anzünden. Wenn es Feuer brennt, würde ich nicht mehr aufmachen, denn dann besteht Verpuffungsgefahr. Also am Anfang vielleicht gucken, okay, hat alles funktioniert, brennt das Feuerchen, dann zumachen und auch den Deckel schließen. Das Feuer brennt circa 1,5 Stunden und wie gesagt, ist ein Notbetrieb. Sollte nicht dauerhaft ausgelegt sein, aber die Möglichkeit besteht eben, wenn keine Pellets mehr vorhanden sind oder sonstige Probleme gerade aufgetreten sind. Zum Umstellen noch, hier geht es relativ einfach, das heißt, ich gehe hier auf Eingabe und könnte jetzt hier auswählen zwischen Übergangsbetrieb und Winterbetrieb. Bei uns ist nochmal Übergangsbetrieb und wie gesagt, im Moment ist Scheitholzbetrieb.
Die Ventilatoren gehen selbstständig aus, das heißt, die Steuerung des Kessels misst jetzt die Kesseltemperatur, misst die Abgastemperatur, den restlichen O2-Wert und steuert die Flamme dadurch selbstständig. So, das war's.